Wir leben von 175 Euro Hartz IV die Woche. Und wir wünschen uns vom Staat, dass wir wieder in menschenwürdigen Zuständen leben dürfen. Also das Haus, das kann dir keiner sagen. Ich weiß es auch nicht, wie lange das schon leer steht jetzt. Bis vor kurzem hatte ich noch ein Stromaggregat, der ist aber leider kaputt gegangen. Der hatte über 2000 Volt oder Watt. Den hatte ich betrieben, das war ein schön leiser. Und ich tue praktisch jeden Tag, wenn ich mit dem Roller fahre, die Batterien austauschen, damit wir unsere Handys laden können über Rollerbatterie. Ja, wie lebt man da? Ne? Also ein bisschen, man lebt zurzeit ein bisschen blöd. Ne? Also man muss, wie soll ich das sagen? Nicht so wie im Luxus da, ne? Leben wir im Moment. Wir müssen uns unser Wasser selber machen und alles. Ne? Wie viel Geld habt ihr im Monat zur Verfügung? 750 haben wir zur Verfügung. Naja, Miete wird hier nicht übernommen. Weil es eine Nutzungsgebühr ist, wissen wir nicht warum. Da stellen sie sich quer, da klagen wir heute noch mit dem Anwalt. Ja, und dann das, was du dir so nebenbei verdienst. Ein paar Mark, also das ist halt ein paar Euro mit Schrott, was ich dann wegbringe. Und Flaschen, die man unterwegs da sieht, die, Zigaretten von die tue ich dann auch mitnehmen. Denn so eine Plastikflasche zum Beispiel, das sind 25 Cent, sind umgerechnet 50 Pfennig in D-Mark noch. Das ist ein ganzer Haufen. 10 Stück sind 2,50. Das Geld reicht zwar also praktisch vom ersten bis wieder gibt, kommt sie hin. Hätte aber ruhig ein bisschen mehr sein können. Ja, der Staat ist, der macht doch, was er will. Wir sind doch praktisch nur seine Diener. Wenn wir nicht spuren, gibt's gar nichts. Wie soll man ganz stille sein? Wie geht denn ihr hier auf Toilette? Wie läuft denn das? Toilette habt ihr hier auch nicht. Da draußen. Loch buddeln. Und dann, deswegen wollen wir ja auch weg hier, weil hier nichts ist. Und deswegen ist auch jetzt unser Plan so, wir ziehen jetzt aus hier, haben ein ganzes Haus. Da ist Wasser, da ist Strom, da ist 650 alles. Oder was? Wohnfläche. Wir haben da über 500 Quadratmeter Wohnfläche. Die teilen wir uns natürlich. 600 und sind das insgesamt. Zwei Personen brauchen keine 500 Quadratmeter. Ich zeig das mal, das Haus. Aber erst muss ich das hier aufmachen. Ich zeig das Haus mal. Das wäre das Haus. Also einen Mietvertrag hatten wir hier über 400 Euro. Aber wie wir gemerkt haben, dass hier nichts ist, dann hat die Frau, ja, die das hier gehört, einen Nutzungsvertrag haben wir gemacht von 100 Euro. Das habe ich dem Jobcenter vorgelegt. Tausendmal entschuldigt. Und die bezahlen das einfach nicht. Was ist der Nutzungsvertrag? Schriftlich, dass die Frau... Weil dieser Mietvertrag 100 Euro im Monat haben wir. Ja, und die Erben waren damit einverstanden, die Erbengemeinschaft. Und das habe ich dir erkannt. Da du ja nun keinen Mietvertrag machen konntest, sie können ja wohl für nichts, man kann ja keine Unkosten verlangen, wenn kein Wasser hier ist. Vielleicht war das hier es ist menschenunwürdig. Ne? Also, ja, trotzdem, hier kann doch kein normaler Mensch leben. Trotzdem müssen sie die 100 Euro Nutzungsgebühr bezahlen. Ja. Unser Anwalt hat gesagt, das ist ein Schriftstück und da steht, dass die das haben wollen. 100 Euro monatlich müssten sie bezahlen. Aber ihr habt im Grunde genommen, also das Jobcenter hat die Miete nicht bezahlt, das heißt, eure Vermieterin hier hat kein Geld bekommen. Die hat noch kein Geld bekommen, aber
ich weiß auch nicht, warum die so dickköpfig sind, dass die sich so querstellen. Nur ist typisch Ossi. In Niedersachsen hätten sie es bezahlt. Also was ist jetzt euer Plan? Was passiert jetzt die nächsten Tage? Du darfst auch mal planen, ne? Nicht mal ich. Also unser Plan ist jetzt, dass wir hier wegziehen. Morgen kommt der LKW. Das wissen Sie doch schon alle. Und dann wird geladen. Und dann sehen wir es zu, dass wir so schnell wie möglich hier dieses Dorf verlassen. Also ihr habt die Miete aber nicht bezahlt jetzt mehr an die Vermieterin. Deswegen muss sie jetzt auch raus. Oder was ist, wie ist das jetzt zustande gekommen? Der will uns hier los sein. Das ist einer von der Erbengemeinschaft. Wir sollen ausziehen. Dann wird erzählt, das Haus ist verkauft. Wir sollten Monatsende August raus sein. Wolltest du jetzt Öfen noch mitnehmen? Was? Wolltest du jetzt noch Öfen mitnehmen? Möchte, kann er noch. Nein, ob du jetzt Öfen mitnehmen wolltest? Jetzt noch nicht. Heute morgen. Nicht. Ich bin ausgelaucht jetzt, ja, und die müssen als Erster, da kommt noch was rein, als Erster müssen die Öfen dann, wenn ich nicht ausgelaucht bin. Denn jetzt werde ich doch keinen Ofen mehr hochkriegen. Dann nehmen wir die dann. Vielleicht den kleinen bei Luzi, aber die großen hier nicht. Das kannst du gleich vergessen. Das ist mein Zeug hier. Das bleibt hier. Meins kommt alles zuletzt, meine Bude. Komm, lass mich durch. Tu den scheiß Fernseher beiseite. Aber diese scheiß Mülltonne muss hier weg. Unfertig. Wenn du nicht nötig hast, mir zu helfen. Es ist nicht wahr. Das hier kommt jetzt alles raus. So. Ich bring diese scheiß Mülltonne jetzt hier runter. Yes. So. Stell das da so weit hin, ich nehm's dann in Empfang. Ach, nee, von vorwärts. Die Stimmung. Die Stimmung ist zurzeit beschissen, weil jetzt müssen wir zusehen, dass der Wagen voll kommt. Es ist Mittag. Diese alte Stufe. Ja. So, du musst mich jetzt erstmal abmachen. Ich muss mich komplett frisch anziehen. Ich bin durch, wie durch bin. Ich bin nass. Ich muss ausziehen. Ich möchte bestimmt nicht auf der Straße leben, nicht? Also das möchte ich noch nicht mehr auf der Straße meine Wohnung einrichten. Ich möchte was haben, das ist ja vernünftig. Naja, was soll's. Jetzt haben wir was anderes. Heike, wie oft seid ihr denn schon umgezogen? Ja, so 4-5 Mal. Und wie werden die dann transportiert? Wie kommen die dann in die neue Wohnung? Die kommen in Transportkisten rein. Und werden dann auch mitgenommen. Wir lassen weder eine Katze noch Meerschweinchen zurück. Die Meerschweinchen, die kosten fast überhaupt nichts. Und die Katzen, so viel kosten die auch nicht. Da bleiben immer ein paar Mark über für. Oh. Ja! Mir ist kalt! Wir haben nur noch 10 Grad hier fast drinnen!
Also für mich ist erstmal wünschenswert. Ich möchte da das machen, was ich eigentlich schon mal vor knapp 30 Jahren machen wollte. Da wollten wir mal einen Tierschutzverein gründen. Und das möchte ich gerne machen, weil das ist schön und das ist wirklich das Schönste, Tieren zu helfen. Und das möchte ich gern machen. Es gibt so viele Tiere, die einfach wie ein Stück Müll weggeworfen werden. Müll. Tiere sind ja keine Tiere, die sind ja auch keine Lebewesen. Es ist einfach so ein Gegenstand hier, der weggeworfen wird. Der wird vom Staat auch als Müll bezeichnet. So. Ein Tier hat kein Recht. Ein Tier ist für den Staat ein Stück Scheiße. So. Und deswegen ist auch der Staat für mich ein Stück Scheiße. So kein LKW, so eine Krankheit ist der. Oh, da irgendwie macht er so Kraftstoff hin. Ja, ich hab's gehört. Ich muss erst mal fragen, was das ist. Ja, da musst du noch mal anrufen morgen dann. Nicht, dass du das und dann, wir kriegen die Katzenpanik. Ist ja nicht mal voll. Achim! Sag mal, der ist ja nicht mal voll. Der ist halb voll. Hier. Ja, meinst du? So, ich will die Kiste jetzt auf den Hof bringen hier. Oh, geh aus hier. Oh, nee, nerv mich hier nicht. Lass das Spuren rein. Wieder zurück. Ja, ich muss erst mal den Rückwärtsgang finden. Oh. Nicht gleich rum. Erst mal raus hier. Ja, Heike, nein, du machst das ganz kalt. Ach, halt die Klappe, Mann. Komm, weiter so. Weiter geht's nicht! Ich hab leider das Lenkrad hinein. Guck drüben. Nee. Gerade. Nicht gerade. Hier rüber. Nein! Was gerade? Zurück! Was nun? Erst soll ich vor? Du bist ein Pfeiler damit. Ich sollte vor! Zurück! Gut, wenn ich zurück soll. Dumm. Nicht so doll! Nein! Du, da, Lenker nach hier her. Ja. So, jetzt ganz sachte, weil... Du mach die Tür zu, sonst seh ich nix! Na, ich sage es dir. So, was passiert heute noch? So, jetzt steht der Wagen auf dem Hof. Und heute werden wir nichts mehr laden, weil wird sowieso bald düster und dann ohne Licht